Hallo Jöran. Hallo Sonja. Sag mal, hast du dein Plakat für die große Pro-OER-Demo schon fertig? Allerdings, ich habe da was vorbereitet. Das ist mein Plakat für die große Pro-OER-Demo inklusive Foto aus Wikipedia. Sehr schön. Aber da fehlt der Lizenzhinweis. Du hast recht. Eigentlich brauche ich das. Das ist eine öffentliche Zugänglichmachung. Das ist nur immer so Frickelarbeit, wenn man Lizenzhinweise aus Wikipedia kopiert. Das stimmt. Es gibt aber den Lizenzhinweisgenerator. Damit ist es ganz einfach. Der Lizenzhinweisgenerator. Lizenzhinweisgenerator.de. Das ist ein Angebot von Wikimedia Deutschland. Der gemeinnützige Verein unterstützt auch die deutschsprachige Wikipedia-Community. Das Angebot ist im Browser zu nutzen, man muss sich nicht registrieren und kostenlos ist es auch. Der Lizenzhinweisgenerator arbeitet nach dem EFA-Prinzip. EFA, das steht für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das sind die drei Schritte, die der Lizenzhinweisgenerator mit mir macht. Eingabe, ich gebe der Maschine als Futter quasi das Bild, was lizenziert werden soll. Verarbeitung, der Lizenzhinweisgenerator und ich suchen nach all den Hinweisen, die es braucht für einen vernünftigen Lizenzhinweis. Und Ausgabe, die Maschine spuckt mir den fertigen Lizenzhinweis aus. Wenn man genau hinschaut, gibt es vor EFA noch einen nullten Schritt, das ist das Finden. Ich muss überhaupt erstmal auswählen, welches Foto ich denn lizenzieren möchte. Und ganz am Ende kommt auch noch ein Schritt, nämlich das Kopieren. Ich möchte den Lizenzhinweis ja nicht nur sehen, sondern auch noch an eine andere Stelle bringen und dafür braucht es diesen letzten Schritt. Und diese fünf Schritte schauen wir uns jetzt mal gemeinsam im Browser an. Schritt für Schritt. Wir beginnen mit Schritt 0, Bild finden. Ich habe mir in diesem Fall schon etwas zurechtgelegt. Hier die Datei A Hanging Carrot aus Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist quasi das Materiallager von Wikipedia und Schwesterprojekten. Was ich jetzt hier mache, ich kopiere aus der Adresszeile die Adresse von diesem Foto, gehe damit in den Lizenzhinweisgenerator und führe da Schritt 1 aus. Schritt 1 ist der Input, die Eingabe. Ich füge hier unten einfach die Adresse ein, klicke auf Los und bin damit schon bei Schritt 2 der Verarbeitung. Ich muss drei Fragen beantworten. Die erste lautet Nutzungsart. Wie möchten Sie das Bild nutzen? In einem Medium, das Betrachtern keine Hyperlinks bietet? Oder online? In meinem Fall soll ja ein Plakat werden, also das erste, keine Hyperlinks möglich. Zweite Frage, Sammelwerk. Wie möchten Sie das Bild veröffentlichen? Zusammen mit anderen Werken? Nein, einzeln. Ja. Dritte Frage, möchten Sie das Bild in bearbeiteter Form verwenden? Ja oder nein? In meinem Fall ganz einfach, nein, ich möchte das Bild in seiner ursprünglichen Erscheinungsform nutzen. Damit komme ich automatisch zu Schritt 3 der Ausgabe, denn hier unten steht da mein Lizenzhinweis, den ich mir jetzt nicht nur anschauen, sondern auch, letzter Schritt, kopieren kann, um ihn dann an anderer Stelle wieder einzufügen. Ein Stück weit anders hätte es ausgesehen, wenn ich im ersten Schritt bei der Nutzungsart online gewählt hätte. Dann genau das gleiche. Einzeln, keine Bearbeitung. Dann sieht der Lizenzhinweis so aus. Blau unterstrichen signalisiert uns, da sind Links dahinter. Das heißt, die Links sind nicht wie eben ausgeschrieben, sondern hier so, wie man sie im Netz kennt, anklickbar. Auch hier kann ich das einfach kopieren. Ich kann mir auch den HTML-Text als solchen Code anzeigen lassen oder eben in der bekannten Version. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Spezialfälle, die sich mit der Arbeit beim Lizenzhinweisgenerator ergeben können. Der erste Fall, ich weiß gar nicht, wo Wikimedia Commons und diese Fotos eigentlich sind. Ich habe einfach einen Wikipedia-Eintrag und dort ein schönes Foto gefunden. Nehmen wir hier als Beispiel den Eintrag zu Karotte. Der Weg ist genau der gleiche. Ich kann mir die Adresse hier oben kopieren und im Lizenzhinweisgenerator einfügen. Ich drücke auf Los und der Lizenzhinweisgenerator zeigt mir jetzt automatisch alle Bilder an, die er frei lizenziert im Artikel Karotte gefunden hat. Sagen wir mal, das hier gefällt mir, das hier kann ich gebrauchen. Ich will da einen Lizenzhinweis draus machen, möchte es in dem Fall aber bearbeiten. In dem Fall klicken wir hier mal, wie möchte ich das Bild nutzen, online an und dann stellt sich die Frage nach dem Sammelwerk. Sammelwerk, häufigstes Missverständnis, eine Collage ist im urheberrechtlichen Sinne kein Sammelwerk, auch wenn ich es naiverweise so denken würde. Sammelwerke sind urheberrechtlich tatsächlich eher selten. Das ist sowas wie eine Best-of-Zusammenstellung etc. In der Praxis handelt es sich meistens um eine Bearbeitung, wenn wir sagen, das Bild wird irgendwie verändert. Es wird einzeln benutzt, aber verändert. Jetzt ist die Frage, was ist denn eine Veränderung? Und da gibt es die wieder nicht ganz juristische Faustformel, die ich immer benutze. Wenn
das Bild auf den Betrachter für sich genommen genauso wirkt wie vorher, ist es keine Bearbeitung. Wenn ich so einen Ausschnitt aus dem Bild mir anschaue, beziehungsweise nicht den Ausschnitt, sondern das ganze Bild, und das transferiere auf die neue Stelle, wo ich es benutze, und das sieht noch gleich aus, dann ist es keine Bearbeitung. Wenn ich aber zum Beispiel nur einen Ausschnitt aus dem Bild wähle oder die Farbe rausnehme, es in Schwarz-Weiß konvertiere etc., dann ist es automatisch eine Bearbeitung. Da müsste ich also hier klicken, ja, bearbeitete Form, und darf noch drei Fragen extra beantworten, nämlich was genau wurde verändert. In dem Fall sage ich mal, ich habe einen Ausschnitt gewählt. Dann darf ich mir noch einen Namen ausdenken, wie ich als Urheber dieser Änderung genannt werden möchte. Sage ich mal, Jöran Mus Meerholz wäre ein guter Name dafür. Und ich kann entscheiden, unter welcher Lizenz dieses neue Werk, was ich jetzt ja mit der Veränderung geschaffen habe, steht. Da ist der Lizenzhinweisgenerator insofern hilfreich, dass er mir automatisch nur die Lizenzen zur Wahl stellt, die alle mit der Ursprungslizenz kompatibel sind. Hier oben, CC BY SA 2.0 war die ursprüngliche Lizenz und das sind die, die ich jetzt wählen kann. Ich bleibe mal bei der 2.0. Jetzt habe ich wieder den fertigen Lizenzhinweis. So sieht er aus. Das hier ist der Ursprungsautor. Hier steht der Name des Werks. Hier steht meine Bearbeitung, nämlich ein Ausschnitt. Hier steht mein Name als Bearbeiter. Hier steht die Lizenz. So weit, so unkompliziert. So sieht unser fertiger Lizenzhinweis aus. Das sieht jetzt ein bisschen knapp aus, aber wir können anhand der Tulu-Regel prüfen, ob der Lizenzhinweis vollständig ist. Die Tulu-Regel haben wir schon mal an anderer Stelle erklärt. Hier im Schnelldurchlauf Tulu, das steht für erstens T, den Titel des Werkes, A Hanging Carrot, vorhanden. Das erste U in Tulu steht für Urheber, auch das ist vorhanden hier vorne, das ist der Nutzername, den der Urheber sich ausgedacht hat. L steht für Lizenz, die sehen wir hier hinten. Das zweite L für Link, das sieht man jetzt daran, dass es blau und unterstrichen ist. Hier ist ein Link zur Lizenz vorhanden. Und fünftens U steht für Ursprungsort. Hier ist ein Link drauf, mit Klick darauf kommt man zum Ursprungsort des Bildes. Tulu-Regel erfüllt, Lizenzhinweis komplett. Zum Abschluss haben wir noch ein paar Tipps und Tricks für fortgeschrittene Lizenzhinweisgenerator-Nutzerinnen. Das erste sind Fragezeichen. Immer wenn man hier bei diesen Fragen, die man beantworten soll, ein grünes Fragezeichen sieht, kann man Erläuterungen zu genau dieser Frage ausklappen. Das ist hilfreich, genau wie ein Ausrufezeichen. Das kommt ganz am Ende, wenn der Lizenzhinweis fertig ist. Hier kann man neben dem Ausrufezeichen sich die einzelnen Punkte ebenso ausklappen lassen. Das ist quasi das Kleingedruckte der freien Lizenzen. Es lohnt sich, sich das nochmal in Ruhe anzuschauen. Und schließlich hier links, direkt unter dem Bild, gibt es einen Link, der heißt Bild herunterladen. Dort kann man das Bild in der besten Auflösung, die vorhanden ist, direkt herunterladen, ohne nochmal den Umweg über die Seite bei Wikimedia Commons zu gehen. Soweit, so gut. Abschließend muss man sagen, der Lizenzhinweisgenerator ist auch nur so gut wie das Ausgangsmaterial, mit dem er arbeitet. Das heißt, wenn in Wikimedia Commons die Angaben nicht vollständig sind, irgendwie widersprüchlich etc., dann kann der Lizenzhinweisgenerator das auch nicht besser machen. Der Lizenzhinweisgenerator ist nur so gut wie das Ausgangsmaterial. Im Normalfall ist der Lizenzhinweisgenerator aber ein praktisches und nützliches und vor allem unkompliziert zu bedienendes Tool für den Arbeitsalltag mit OER. Und so sieht er aus. Mein Lizenzhinweis generiert mit dem Lizenzhinweisgenerator. Und mit dem Schild gehe ich jetzt los zur großen Pro-OER-Demo. Tschüss!